Und damit hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Feed the Beast. Wieso hast du jetzt einfach Feed the Beast gesagt? Weil ich ein Arsch bin. Also jetzt muss ich schon mal fragen. Seit 100 Jahren, seit 7326 Aufnahmen, sag ich Feed the Beast. Und jetzt kommst du. Ich bin im Gottmod. Ja, im Gottmod. Mach mal Licht. Bringt's direkt. Wie Licht? Ist überall Licht. Aber gut, für dich mache ich auch mal hier Licht. Z-Time. Also, wenn ihr euch wundert, warum sieht das hier alles so ugly aus, das ist Original Minecraft. Und das Gute daran ist, wir haben jetzt endlich mal eine 60-FPS-Folge. Juhu! Endlich 60-FPS, weil dann der Shader, den haben wir mal rausgenommen, weil wir nämlich heute in der Aufnahme sind. Wassermarsch. Richtig. So heißt die Aufnahme und wir wollen hier heute den Fluss wieder zu, also wiederbeleben. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen. Das kriegen wir irgendwie hin. Da sehe ich blau. Ha! Achtung. Flup. Geil. Yeah, man. Wie Usher. Ja, voll. Fang mal von deiner anderen Seite an. Ich fange mal hier in zweiter Ebene an, ne? Naja, gut. Hoppsa, das wird was. So. Wir versuchen nämlich heute mal den Fluss hübsch zu machen. Und das weiß ich nicht, ob ich das so hinkriege. So. Das ist ja toll hier. So. Dann hier mache ich einfach mal einen hin. Ja, und hier und da und dort. Und ups, dort. Das ist immer mit dem Wasser ist ein bisschen tricky, aber jetzt habe ich hier noch was. Aber das könnt ihr dann vielleicht jetzt in der Aufnahme sehen. Deswegen, du hast den Gedanken nicht fertig ausgeführt. Wir haben den Shader vor allen Dingen ausgestellt, um halt die Flussrichtung des Wassers sehen zu können. Weil mit Shader ist es natürlich eine recht schöne fotogene Masse. Ja. Oder homogene Masse. Und so können wir wenigstens sehen, aha, wo ist es denn jetzt ein stillliegendes Wasser? Und wo läuft es denn? Fotogen ist die Masse auch. Oh. Ah, dein Arsch ist fotogen. Das hey, sowieso. Könnten wir es nicht einfach eine Weile regnen lassen? Ja, ja, das wäre zu geil, aber nein, leider nicht. Ja. Scheiß Minecraft, scheiß Anfänger-Game. Da steckt das Wort gay drin. Bei gay? Ja. Game. Verstehe. Nee, verstehe ich nicht. Kriegen wir das eigentlich? Klar kriegen wir das hin, jetzt halt die Klappe. Ich grübel gerade, ich glaube, wir haben ein Problem. Was haben wir? Ich glaube, wir haben ein Problem, weil wir nicht so einfach in eine Wassermasse rein. Oder geht es bei dir? Was denn? Du kannst doch im Gottmod voll durchfliegen, als wäre es keine Wand. Ja, ja, ist ja richtig. Was willst du gerade sagen? Führ doch mal deinen Gedanken aus. Ich habe das Problem. Nee, lass mich gucken. Ich mache das einfach. Naja, ich sehe schwarz. Das schon. Ja, sowieso. Ich sehe schwarz. Immer, was gibt's da mal was anderes außer schwarz sehen bei dir? Nein. Nein. So, warte mal, ich fliege mal. So, jetzt sind wir endgültig abgetrennt, weil jetzt bin ich nämlich so hoch wie der Glastunnel. Das heißt, ich kann jetzt hier schön auf meiner Seite. Schön, endlich haben wir mal hier getrennte Parts. Finde ich super. Das ist mein Zimmer. Wir haben die Mauer wieder aufgebaut. Das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Tanzbereich? Sind wir schon wieder dabei. Wieder bei Dirty Aber Dancing. Warum ist denn Dirty Dancing eigentlich für Miss Coralpie so ein Film wie mir Muschelchen haben? Ist doch voll der Frauenfilm normalerweise. Ja, aber. Also, tja, wie soll ich das jetzt? Soll ich das jetzt rechtfertigen oder was? Ja, wie tickt Miss Coralpie? Verstehe ich ja, nicht. Ja, die ist jetzt nicht unbedingt so. Die ist jetzt so normal, ne? Nicht so wie andere. Ja, die ist jetzt nicht so 1, 2, 3, ich bin jetzt eine Frau und finde es schön. Weißt du? Oh Gott. Die ist ein bisschen bodenständiger. Nicht. Oh, sie ist bodenständig. Oh la la. Ja, nee, die mag schon ausreichend Filme. Die hat, glaube ich, letztens jetzt, waren sie zusammen, hatte ich auch das Angebot mitzugehen, freundlicherweise. Wie lieb? Ein ganzes halbes Jahr. Was, mit ihr derzeit zu gehen? Im Kino. Ach, ist ein Film? Ist ein Film, ja. Ein ganzes halbes Jahr. Und da geht's, ist wohl nach so einem Buch und da geht's halt um einen Mann und eine Frau, die sich treffen und verlieben sich und eine Liebe unter einem bösen Stern, denn er ist sauschwer krank und überlegt eh schon die ganze Zeit, ob er sich nicht umbringen soll. Und Achtung, Spoiler-Alarm. Er tut's am Ende tatsächlich. Was? Und auch wenn ich mich mit ihr nicht lang drüber unterhalten habe, habe ich mich mit meiner Auszubildenden auf Arbeit darüber unterhalten. Die war nämlich auch in dem Film. Ah, Miss Coralpie, die konnte mir dann, die konnte mir dann klar machen, dass das ja einfach nur wunderschön und süß ist, weil die wollten sicher haben und dann konnten sie nicht so richtig. Und dann hat die auch noch so einen schönen Brief am Schluss geschrieben, wo sie in Frankreich mal irgendwie Urlaub machen soll und. Ja, keine Ahnung, warum das so toll ist. Ich verstehe es nicht. Ich habe dann auch erklärt, es geht mir ja nicht darum, dass ich die Filme, dass ich sage, well, Frauenfilm gucke ich nicht. Habe ich ja bei Dirty Dancing schon mal angerissen. Aber so diese Filme oder Geschichten, die von Anfang an nur darauf ausgelegt sind, am Schluss herzzerreißend traurig zu werden, die kann ich mir nicht geben. Da bin ich empfindlich. Da bin ich wie andere, die Horrorfilme nicht gucken, weil sie wissen, sobald es gewalttätig wird, halten sie das nicht aus.
kennst du sicherlich. Ja. Ja. Die sagen, ich kann das nicht sehen, wenn da Blut ist und so, da muss ich weggucken. Und ich, für mich ist es so bei Geschichten, die halt richtig scheiße traurig sind, da, das kann ich mir nicht geben, freiwillig. Da gehe ich ein. Wenn ich weiß, okay, jetzt gleich passiert's. Jetzt stirbt einer von beiden oder... Das darf Teil einer Geschichte sein, aber es muss halt dann, wie gesagt, Teil einer Geschichte sein und nicht nur darauf hinauslaufen. Dass ich von Anfang an weiß, okay, die lieben sich jetzt und vielleicht ist es auch noch lustig und dann ist mir auch noch einer von denen sympathisch und jetzt am Schluss nimmt der sich das Leben. Schönen Dank. Ja. Das finde ich auch, naja gut. Aber ich würde gerne mal von so traurigen Geschichten auf eine echte Filmwarnung hinweisen, also in meinen Augen. Ich weiß gar nicht, also ich will nicht so viel spoilern, ich will auch gar nichts sagen, ich will einfach nur sagen, bitte nehmt euch in Acht vor dem neuen Independence-Film. Hast du den schon gesehen? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich plane eventuell mit jemandem noch reinzugehen, habe aber auch schon nicht viel Gutes von dem Film gehört. Hast du den wohl geguckt in Norderney? Ja. Na, Norderney nicht, aber wo waren wir denn? In Emden waren wir. Da haben wir den geguckt, ja. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war so, wow, really? Also ich bin... echt jetzt, Roland Emmerlich? Echt jetzt? Ja. Kann man eigentlich so stehen lassen, echt jetzt. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, ohne wirklich viel zu spoilern. Aber ich fand einfach nur, also er ist unterhaltsam, ja, aber auf einer Skala, was machst du? Nicht doch direkt von oben anfangen, weil man muss doch... Ja, jetzt hast du es gemacht, jetzt machst du weiter. Jetzt musst du dich nicht zurückziehen. Ich weiß auch nicht, wie ewig du da brauchst. Ich bin schon zwei Ebenen über dir, obwohl meine Fläche größer war und ich bin schon zu dir rübergekommen mittlerweile. Dann mach. Erzähl mal über Independence Day bitte. Soll ich dich spoilern? Nein. Ja, ne, erzähl halt. Erzähl halt, okay. Also was mich... Darfst was spoilern. Ich versuche mal nicht zu spoilern, also so gut es geht. Ja? Also was mich am meisten an dem Film schockiert hat, ist die Tatsache, dass in der Tat Gags, die im ersten Teil funktioniert haben, nochmal aufgegriffen wurden. Da kommen gleiche Szenen nochmal, die einfach die nochmal an dem Film sind. So, was im ersten Teil geil war, weißt du, beispielsweise, im ersten Teil kannst du dich erinnern, die fliegen dann mit dem Raumschiff nach oben zum großen Raumschiff und landen da die Bombe. Oder lassen da die Bombe reinfliegen und platzieren die da und dann fliegen sie raus, richtig? Richtig. Genau, woran erinnerst du dich, als sie rausgeflogen sind? Wie lief das ab? Dass sie sich die Siegeszigarre anzünden? Nein, da sind sie ja schon unten und weit weg. Oben, einfach nur Bombe rein und dann sagen sie tschüss und dann fliegen sie los. Und was passiert? Da musst du mir auf die Sprünge helfen. Ja, also worauf ich hinaus will ist, ist ja nur ein Beispiel, ist eine Kleinigkeit, ja, aber es ist halt ein unnötiges Ding. Beispiel... Sie fliegen halt los dort in dem ersten Film, Bombe liefern sie ab, fliegen los und dann fliegen sie aus diesem Mutterraumschiff und zwar in so einer Actionreißer-Szene. Ja, dass die Klappe zugeht und sie gerade noch durchfliegen und so. Genau. Ja, schon. Genau. Und das Gleiche haben sie jetzt in dem zweiten Film wieder aufgegriffen. Wo ich mir dachte, really? Das Schlimme war ja dann auch die ganzen Charaktere. Ja, ich freue mich ja, wenn alte immer mitspielen, alte Charaktere und die gleiche Besetzung wieder ist. Dann ist das super, ja, freue ich mich sehr. Ey, wir haben es geschafft. Ja, sag ich doch. Geil, dann freue ich mich immer sehr, oh, warte mal, aber... Hier, guck mal. Ja, das ist, ja. Mach das mal weg. Warte, das kriegst du leider nur weg, wenn du hier ein bisschen Schmutz hinhaust. Glaube ich. Warte mal, wo ist denn hier? Da, so. Ich hoffe ja, dass das klappt. Ja. Nee? Nicht? Hat sie was getan? Ja. Echt? Es ist nur noch ein kleineres Plus als vorher. Ja. Das in der Mitte ist, steht jetzt still, siehst du es? Ja, nicht wirklich. Und nur noch außen die Vierecke, die fließen. Yes, es ist weg. Sehr schön. Nice. Oh Gott, ich muss sofort den Shader anmachen. Ja. Müssen wir. Aber wir müssen noch die Wände einreißen. Halt, stopp, du nimmst links, ich nehme rechts. Einfach komplett einreißen. Ja, jedenfalls, ich fand es auch, beispielsweise fand ich es sehr, sehr extrem lame, dass der Film nichts, also die ganzen alten Charaktere wieder aufholt. Ja, okay, klar, alles gut und schön, aber, mach ich das richtig? Ja.
die sind irgendwie so, so dämlich introduced, ja, also so, so wo man einfach nur nach Fragen oder nach Antworten sucht und die gibt der Film irgendwie gar nicht, ja, warum die jetzt und weshalb war so und dann kommt natürlich auch wieder die gleiche blöde, dämliche Rede von diesem Präsidenten damals, dann ist sein Sohn irgendwie, der so eine Rede hält, so ansatzweise und dann kommt der Vater wieder oder der Präsident wieder, der dann wieder so eine ähnliche heroische, patriotische Rede hält und Independence Day, bla bla bla. Das ist alles irgendwie, keine Ahnung. Also ich fand den echt total einfach nur daneben, würde ich sagen. Also das einfach nochmal genauso wie damals aufzugreifen und nicht irgendwie neu zu machen. Ja? Also Igel hat mich auch gefragt, was hast du erwartet? Ich sage, ja, na, ich habe Innovation ein bisschen erwartet. Ist das zu viel, wenn man als mündiger Bürger ein bisschen Innovation im Film erwartet und nicht gleiche oder warmen Kaffee, kalten Kaffee wieder warm gemacht bekommt? Mal ganz ehrlich. Also ich habe Vergleichbares gehört, wie du jetzt erzählst. Schön. Aber ich meine, Innovation gibt es in dem Fall darum, dass die Aliens natürlich ein bisschen krasser sind, dass alles größer, härter und zerstörerischer ist. Ne? Ja, 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 ja. Aber das macht halt keinen Film. Und ich glaube, wenn man sich einfach mal die Geschichte anguckt zu dem zweiten Teil, den ja Roland Emmerich nie machen wollte, und jetzt nach 20 Jahren hat man ihn buchstäblich dazu überredet. Und wie ja Hollywood heutzutage funktioniert, wenn man ein Sequel will, dann einfach alles noch größer als im ersten Teil. Story ja. muss nicht unbedingt sein. Und was ich jetzt aber glaube, und ich weiß nicht, wahrscheinlich wirst du mir zustimmen, aber vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden, ob du es so verstanden hast wie ich. Guck dir mal den ersten Independence Day an. Den finde ich ja auch geil. Beziehungsweise fand ich, und ich habe den 100 Milliarden Mal geguckt als kleiner Junge, ja. Aber der ist jetzt genauso abgedroschen. Also gerade so, wenn man jetzt sagt, oh nee, und jetzt irgendwie ist das alles ja, so bäh und so patriotisch. Und Roland Emmerich war schon immer so. Und dieses Recycling, weißt schon, vielleicht will er auch einfach ein bisschen was, wenn schon ein zweiter Teil, der so halb geweigt ist, will er vielleicht auch mit diesen paar Sprüchen einfach so ein bisschen Erinnerungen wecken. So Retro-Gefühle, so hey, ja, damals war es genauso voll geil. Weißt du, der hat genau das Gleiche gesagt. Ich würde fast behaupten, also ich finde, ja, der ist billig. Also, was heißt billig? Falscher Ausdruck. Der ist ein bisschen abgedroschen. Und ja, das ist der erste Teil erst recht. Aber ich nehme das dem ersten Teil nicht so übel. Was ich dem zweiten Teil übel nehme, ist, dass er das nicht besser macht, ein bisschen tiefgründiger macht. Weißt du, dass die Story immer noch so ist, dass der Jeff Goldblum, dass der Sprüche klopft, wo der sagt, Schenkelklopfer. Weißt du, so dass der so obercool und nach jedem Scheiß irgendeinen dämlichen Spruch bringen muss, wo man sagt, okay, ja, einfach nur lame. Und das finde ich eigentlich schade an dem Film. Das haben sie voll vergeigt. Was machst denn du da? Hat er einfach den Ton nicht getroffen. Ich will, dass der Fluss da wieder rausläuft, so wie es am Anfang war. Warte. Warte. Schups, da muss noch ein bisschen Wasser rein. Und dann klappt das. So, hier noch, hier vorne noch. Kannst du da noch? Genau, sehr gut. Und das muss ja so. Den machen wir noch so. Und dann ist schick. Oder so, warte mal, kann man das ein bisschen... Shader wieder machen hier. Welchen Shader hatte ich überhaupt an? Ich hab's voll vergessen. Weiß nicht, den Regenshader? Holy crap, sieht das edel aus. Welchen nehme ich denn? Ich habe immer noch den Crew da drin, ne? Den hier. Done. Oh doch, das gefällt mir. Done Back to Game. Oh. Also komplett anderes Game. Wo sind wir plötzlich? Was? Crysis 3? Wow. Also den Tunnel finde ich mega, wie der sich da unten so... Ja, wie der auch so gebrochen wird durchs Wasser, ne? Ja. Und wie vor allen Dingen der Fluss wieder echt natürlich aussieht, so wie vorher. Weißt du, wie ich gesagt habe, man braucht sich gar nicht so viel Mühe geben. Sieht genau so aus. Da ist gerade ein Squirrel. Ich muss mal kurz nach unten. Ach nee, Squirrel war ein Eichhörnchen. Wie heißen die? Da ist gerade ein Tintenfisch. Oh, Jesus. Was denn? Oh Gott, er sagt nichts mehr. Es ist so genial, dass er nichts mehr sagt. Oh, ja. Yeah.
Ich habe ein bisschen Pipi im Auge. Es ist awesome. Das finde ich ja, also mit dem Shader der Oberbirne. Vor allem, weil das hinten so ein bisschen so, ne, weil wird dunkel, man sieht nichts mehr. Finde ich geil. Das Einzige, was hier noch ein bisschen stört, ist der grüne Rasen unterm Glas. Da muss, glaube ich, noch ein bisschen, dann müssen wir mal ausbessern. Wenn wir jetzt doch irgendwie so in die äußeren Ecken einfach so ein bisschen so Glowstone oder irgendwas mit Licht reinsetzen? Licht reinsetzen? Einfach mal in irgendeinem Block unten im Eck, unten da beim Dreck, wo jetzt der Tintenfisch da in der Ecke ist, du könntest Glowstone-Block rein. Na, was man machen könnte, als Idee vielleicht, dass man so einen Carpenter-Block hinsetzt, den dann halt auch mit Sand wieder so wie Sand aussehen lässt und dann Glowstone-Staub drüber. Dann hast du bloß einen leuchtenden Sandblock und nicht so einen texturierten Blabla-Block. Mach das mal. Toll. Mach du lieber hier alles hübsch. Wie sieht denn das hier aus? Mach ich dann. So, warte mal. Ich mach mal hier einen Carpenter-Block. Den schnapp ich mir mal. Nee, warte mal. Erstmal lege ich alles ab. Sieht so cool aus. Sieht so cool aus. Es sieht wirklich schick aus. Also ich habe jetzt, ehrlich gesagt, ups, bin ich noch im Dings-Mode? Ja, bin ich noch. Vor allen Dingen, man kann hier oben am Anfang auf dem Glas, kann man sogar noch laufen. Weil es hoch genug ist, weil es ein Block tief ist. Kann man im Wasser stehen und sich freuen. Kann man sich mal die Füßchen waschen? So, vielleicht hier direkt unter den Tunnel? Meinst du eine Line von... Also keine Line, einfach nur, warte mal, ich mach mal hier, ich teste das einfach mal. So, der raus. Der rein, oh nein, stopp, der rein. Dann Sand. So, er sieht wieder aus wie Sand und dann mache ich Kloster und Staub drauf. Oh. Oh. So viel dazu. Oh. Hast du noch einen Glowstone-Block dabei? Na, ich bin im Creative-Mode, warte mal. Ich glaube, das kriegen wir hin. Warte mal, Glowstone. Glowstone. Wir machen ja Licht mit Klostein. So, aber ich glaube, der Glowstone, der wird das auch nicht rausreißen. Vor allem, weil es halt tief unten ist. Weißt du? Und ich mache mal hier so diesen und dann mache ich mal diesen. Ja. Aha, sieht man gar nichts. Nope. Sie hat halt irgendwas geil gefunden. Weißt du, wenn man schon ins Wasser guckt, dass man irgendwo auch was sieht. Aber ich finde das auch so geil, wenn es finster ist. Ja, ich wollte gerade sagen, es hat so was Bedrückendes. So. Ringsrum ist halt tief. Eigentlich ist es schade, dass es da drüben nur zu unserer Höhle geht, die wir fast gar nicht brauchen. Oh, was ist hier? Stimmt, wir brauchen den ganzen Stollen und so alles nicht. Hier oben müssen wir, da musst du noch hier, da ist Licht. Das muss noch zu. Dann ist es hier noch dunkler ein bisschen. Oh. Und dann haben wir hier, ach, hier ist der Glowstone. Siehst du, ein bisschen sieht man es hier, wenn man im Tunnel ist. Da leuchtet es ein bisschen, sieht ein bisschen komisch aus. Von oben ist, naja gut, wenn es Nacht ist, würde ich gerne mal sehen dann. Ist ja gleich Nacht, ne? Die Sonne geht ja, glaube ich, gleich unter. Ja. Yep. Krass. Das ist schon cool hier unten. Ich muss gerade an Bioshock 1 denken. An Bioshock 1? An Warum Rapture. Bioshock 1? Weil das in einer Unterwasserstadt spielt. Und da geht man dann manchmal auch, da geht man in einer Szene durch so einen Gang und sieht, wie ein Flugzeugwrack, was halt abgestürzt ist, so nach unten kommt und so quer durch den Gang schmettert. Das ist ein geiles Spiel, kannst du eigentlich mal let's playen. Weißt du, was ich... Kleiner Drecksack. Weißt du, was ich gerade überlege? Das ist doch eigentlich vielleicht nice. Guck mal, wenn man jetzt hier so steht, man guckt so ein bisschen ins Dunkle. Ja. Das doch vielleicht nice wäre, da irgendwie so eine kleine Mini-Unterwasser-Skulptur oder was weiß ich hinzubauen. Da einen eisernen Thron? Zum Beispiel. Da, wo die drei, oder der letzte da hinten, der vierte, weißt du, in der Entfernung, so ganz, ganz finster. Ja. Dass da irgendwas steht, wo man sagt, was ist da? Ja. Oder ein Schiffswrack oder so. Nein, Schiffswrack ist so groß. Schiffswrack wäre ein bisschen groß, glaube ich. Es sei denn, das ist bloß so ein kleiner Schipperkan gewesen. Ja, was haben wir denn da für Möglichkeiten, so eine Skulptur reinzustellen? Ja, ich habe keine Ahnung. Also es muss ja nicht unbedingt, also ein eiserner Thron, ja, wie könnte man einen eisernen Thron machen? Der muss halt ein bisschen größer sein. Der muss ja mit Schwertern und so. Naja, warte mal. Das Problem wird, glaube ich, sein, dass, wenn man jetzt hier diese Schwerter, wir haben ja diese, warte mal, ich muss mich erstmal wieder, Game Mode 0. Wo bist denn du? Komm ans Häuschen. Ja. Wir haben ja diese Dinger hier. Und da kannst du ja ein Schwert reinstecken. Ja. Ne? Aber wenn man die quasi ins Wasser setzt, dann füllt das Wasser nicht drumrum, sondern dann ist dieser Block quasi leer.
Und dann hast du hier ringsrum, also dann, also weißt du, was ich meine? Ach so, da ist quasi im Viereck um den Block ist dann das Wasser und der ist genau. Quasi frei. Richtig, genau. Und das ist dann so ein bisschen schwierig. Weiß ich nicht, also wie wir das machen können, das ist auch mit Halfblocks oder sowas, hast du genau das gleiche Thema, dass dann das Wasser halt nur den halben Block halt nicht ausfüllt und den anderen Block halt das ist, was du da halt drin bastelst. Oder aber wir bauen hier quasi dann unter Wasser nochmal in klein unser C und S. Das ist ja eine lame Idee. Ja, aber dann kann man so leicht C und S sehen. Okay, denk dir halt was anderes aus. Ja, nee. Also keine Ahnung, wäre jetzt irgendwie, dachte ich mir so, wäre nice. Aber dann weißt du, was wir machen? Weißt du, was wir machen? Was denn? Wir machen im nächsten Part mit was anderem weiter und hier sollen wirklich die Leute abstimmen. Abstimmen? Die sollen einfach sagen, hey, ihr könntet da das und das und das, was uns am besten gefällt, bauen wir da unten rein. Also mit anderen Worten, du bist zu faul, dir deinen Kopf zu zerbrechen und wählst das lieber auf unsere Milliarden Zuschauer ab. Übrigens an dieser Stelle möchte ich mal betonen und erwähnen, dass ich es gut finde, dass von den fast 1000 Abonnenten immerhin es schaffen, wirklich regelmäßig 40 bis 50 Viewer doch wirklich hier den Weg in unsere kleine, beschauliche, heile Welt zu finden. Das ist echt unglaublich, in der wir eigentlich nur seit Wochen über Filmelisten reden. Und über Filme, die gar nicht auf der Liste stehen, wie zum Beispiel im heute letzten wieder. Part übrigens angekündigt haben, dass wir zu den drei drittliebsten Filmen kommen, wir haben noch nicht mal drüber gesprochen, sondern wieder über einen anderen Film, der gar nicht, nicht mal auf der Liste steht. Verdammt. Also irgendwas stimmt hier nicht, genau. Mit dir stimmt was nicht, mit mir stimmt immer alles, aber mit dir stimmt nichts. Ach so. Ja. Kannst du Miss Coralby fragen, die sitzt bestimmt gerade neben dir, wenn du das hier siehst. Hallo Miss Coralby. Hallo, ihr Mandy. Hallo! Und wehe dir, schmeckt mein Steak am Samstag nicht. Dein Steak? Das ja. Blockhaus-Steak, Junge. Und das schön. Wird gut. Ja, ich hoffe, es sehr wird gut. Sehr schön. Aber wir sind hier 21 Minuten, da können wir auch mal direkt sagen, es war nice. Wassermarsch, unser Unterwassertunnel ist fertig, ich freue mich. Ja, und er sieht in der Tat, es sieht berauschend aus. Nee, aber ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass das so gut aussieht. Vor allem auch, dass der Fluss, muss ich ja gestehen, dass wir den dann doch halbwegs gut hingekriegt haben. War jetzt nicht so kurvig, sieht ein bisschen begradigt aus, aber weißt du, was mir gerade noch einfällt? Ich wollte ja sowieso, da wo du stehst und da wo ich stehe, ein Brückchen, ein Wegchen nach hier oben, da wo der Baum steht. Vom Dach aus oder was? Nicht vom Dach, von unten aus dann. Also von unserer Tür. Ach ja, warum nicht? Ne? Dass man dann über den Fluss hinüber warum kann, so Viere breit oder so, keine Ahnung. Dann hast du so eine kleine Rialto-Brücke. Würde was hermachen. Aber ich bin das machen für Rialto. Das ist eine Aufgabe des nächsten Völkchens. Ein Völkchen. So, ich sage mal danke fürs Einschalten. Ich weiß gar nicht, nehmen wir noch was auf oder nehmen wir nichts auf? Wir machen jetzt mal ein Päuschen. Alles klar, wir machen ein Päuschen. Ich gehe losrennen, weil ich glaube, bis zum Wochenende kommen wir gerade so. Und dann haben wir am Wochenende ganz viel Zeit. Ach nee, da sehen wir uns ja, da können wir gar nicht aufnehmen. Da muss ich dich ja an Riegel ertragen. Ach, du Scheiße. Wo bist du? Wann fährst du nach Nürnberg runter? Na, am Samstag. Samstag fahre ich los. Samstagabend? Nee, so, dass ich Samstagnachmittag, so gegen 14:30 bin ich da. Dann würde ich gerne in Nürnberg noch ein paar Pokémons fangen. Da kennt mich ja keiner. Hallo, Sie kennen mich nicht. Ich komme aus Berlin. Ich will nur Pokémon fangen. Pokémon-Fieber. Dann denke ich mal, keine Ahnung, vertreibe ich mir so die Zeit und am nächsten Tag mittags so gehen wir dann essen und danach düse ich los. Würde ich auch sagen. Wann treffen wir uns da? 12, halb eins? Keine Ahnung. Können wir ja so offscreen ausmachen, weil wir nehmen immer noch auf. Na und? Interessiert jetzt vielleicht die Leute mal Spaß aber haben. Aber die Zuschauer interessiert die so eine Scheiße nicht. Vielleicht denken die sich, alter Scheiß, die sind in Nürnberg. Ey, da geh mal hin. Blockhaus, Sonntag, 12 Uhr. Ich hab's gesagt. Fuck? Alter, jetzt hast du es wirklich gesagt. Oh, und wenn die jetzt kommen? Die Folge kommt ja erst Sonntag raus. Dann müssten sie die schon um 14 Uhr gesehen sie sich haben. Jetzt den Arsch, ne? Aua, er hat mich gehauen. Schön, dass ihr heute zugeguckt habt. Das ich hoffe, ihr habt meiner auch Mutti, viel du Spaß Arsch. Am Rest des Tages oder wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und macht was Schönes. Fangt was mit eurem Leben an, Kinder. Es ist doch viel zu kurz. Genau. Bis dahin. Tschüss und bis dann. Nee, ist keine Frage. War doch keine Frage. Das bei war einer Frage lässig geht die Stimme locker, nach, war, nein, bei einer Frage geht die Stimme. Dann. Nicht war tschüss schwul. Und bis dann. Bei einer Frage geht die Stimmlage nach oben und bei einer Aussage geht sie nach unten. Und wenn man sich verabschiedet, geht sie nach unten und nicht nach oben. Eher flexibel, du Idiot. Eher flexibel. Deine Mutter ist flexibel. Tschüss. Und bis dann. Du hast gelacht?
Du darfst auch nicht lachen. Verdammt. Okay, nochmal. Nein, tschüss. Und bis dann. Du musst das ein bisschen genervter machen, wenn ich das schon genervt habe. Okay, ich habe jetzt meine Aufnahme abgebrochen. Ja, vergiss es. Ja, ich habe jetzt meine...